Hannover wird ein Hightech-Standort. Wir werden Qualifizierungsoffensiven erleben, wie wir sie bei Volkswagen noch nicht erlebt haben. Die leichten Nutzfahrzeuge sind aus meiner Sicht das aufregendste Projekt, das wir im gesamten Konzern haben. Niemand transformiert sich so schnell und so stark wie die leichten Nutzfahrzeuge von einem Hersteller von Transportern, sage ich mal, über Elektrifizierung und dann zum autonomen Fahren. Wie geht es Ihnen in der Transformation? Ich erlebe gerade eine Zeit, die super, super spannend ist. Und das auch mit Ihnen gemeinsam, weil Sie haben ja wesentlich dazu beigetragen, was wir jetzt hier gerade so sehen können. Und deswegen glaube ich, dass eine ganz wichtige Botschaft eben auch ist, dass wir mit der Erneuerung unserer Marke wirklich auch Vorreiter sein können, auch für ganz bestimmte Projekte im Konzern. Aber das, was wir vielleicht noch mal diskutieren sollten, ist dieses wunderbare Fahrzeug, was ja jetzt gerade die Weltpremiere gefeiert hat. Und was wir wirklich toll finden und was wir so aus den Kritiken hören, ist das ein Fahrzeug, was einfach vom Design her sehr ansprechend ist, was eine hohe Funktionalität hat. Und bei den Antriebskonzepten, wir ja nun mit den Plug-in-Hybriden auch mal wieder oder endlich mal auch neue Antriebstechnologie haben. Aber da wird natürlich schon die Frage gestellt, wieso eigentlich nicht E? Ja. Tutto completo. Ja. Ja, wegen mir. Das steht ja. Steht ja hier. Man hat dann erst überlegt, dieses Auto eben zu elektrifizieren. Wir sind aber der Meinung, dass wir viel bessere Elektroautos bekommen, wenn man grundsätzlich neu denkt. Und deswegen wird der Bulli auch bei den gleichen Außenmessungen viel mehr Innenraum haben, weil die Batterie eben unten liegt. Mhm. Und man lässt viele Nachteile dieser Mischplattformen eben auch zurück, wenn man beide Konzepte hat. Und ich bin auch selber sehr froh, dass wir es geschafft haben, eben so einen elektrischen Bulli hinzustellen mit ganz anderen Proportionen, der auch für die Marke PKW viel leisten kann, der dann auch nach Amerika gehen kann, hätte der nicht gekonnt. Und von daher, glaube ich, ist es jetzt schon gelungen, da mit den beiden Produkten die Marke Nutzfahrzeuge toll aufzustellen. Für uns wäre nochmal wichtig, welche Rolle für Sie eigentlich Moja Spiel zum Thema Masters. Ja. Ist das ein Geschäftsmodell, was wir auf jeden Fall weiterentwickeln wollen? Wollen wir den Menschen Mobilitätsservices anbieten? Und wie sehen die Zukunft? Ich glaube, dass wir mit Moja gut unterwegs sind. Hamburg, die Dienste sind jetzt vor wenigen Tagen wieder aufgenommen worden. Mhm. Es kommt dort sehr gut an. Die werden sehr gut wahrgenommen. Und wir erproben eben dort das Buchen, das Einsammeln der Leute, das Bezahlen. Was dann dazu dienen soll, wenn die Fahrzeuge mal autonom fahren, eben das auch mit autonomen Flotten machen zu können. Was mich interessieren soll, zu der neuen Plattform, die entstehen soll, SSP. Ja. Inwieweit erfüllt das dann am Ende eigentlich auch Anforderungen, die wir für das Nutzfahrzeuggeschäft benötigen? Ja. Wie kriegen wir das sozusagen verzahnt und was können wir da an Zukunftsprojekten auch für unsere Nutzfahrzeugentwicklung draus ziehen? Die Technik muss die Nutzfahrzeuge mit abdecken, also die Motoren, die Batterien, die Sensorsysteme fürs autonome Fahren. Das werden wir nur noch einmal im Konzern entwickeln, auch für alle Marken, von Porsche bis zu Skoda runter. Und das ist aber auch heute schon so im T7. Was da drin ist, ist im Prinzip ja MQB. Das ist die Technik, die Sie auch in einem Tiguan, in dem Golf finden, in den größeren Autos frontquer. Und darauf machen die Nutzfahrzeuge dann ein schickes Nutzfahrzeug, das die Nutzfahrzeuganforderungen enthält. So ist es ja auch hier entstanden. Die Form, die Karosserie, der Hut, die Funktionalität im Innenraum, das kommt hier aus Hannover und das wird hier sehr gut gemacht. Und ich stelle mir das auch in Zukunft so vor. Das ist die Idee dahinter. Ja. Sagen Sie nochmal, Frau Murkowitsch, jetzt haben wir hier ja auch, und da hört es ja noch nicht auf, wir denken ja dann auch noch dran, nochmal ganz exklusive Fahrzeuge hierher zu bringen. 25, 26 sollen ja auch Top-Premium-Produkte von Audi, von Porsche hier gemacht werden. Der Standort muss natürlich auf ein ganz anderes Niveau gebracht werden, von Technik, vom Verständnis. Wie sind wir da unterwegs?
Also was wir gerade feststellen, dass das wieder ganz neue Anforderungen sind und wir wissen ganz genau auch, was da an Produktivitätszielen hinterstehen und wir wissen auch, dass wir kräftig dafür arbeiten müssen, dass wir diese Fahrzeuge hier auch am Standort bauen können. Und da sind wir gerade auch mit unserem Vorstand, mit unserem Werkmanagement dabei zu diskutieren, wo können wir uns verbessern, was können wir machen. Und das heißt, ich glaube, wir werden Qualifizierungsoffensiven erleben, die starten ja schon längst, wie wir sie bei Volkswagen noch nicht erlebt haben. Aber das, was wir dann hier an Belegschaft vor Ort haben, muss top sein, muss qualifiziert werden und die Bedingungen dafür müssen von uns geschaffen. Wir können das, wir sind gut aufgestellt. Aber es braucht jetzt auch von uns allen den Push und den starken Willen, dass wir das hier auch umsetzen können. Ja, da bin ich ganz bei Ihnen, weil es wird kein Standort so einen Hub in der Technologie bewältigen müssen wie Hannover. Und da müssen wir, glaube ich, jetzt beginnen, wenn wir 25, 26 fertig sein wollen, mit der Qualifizierungsoffensive, mit dem Überlegen, wie entwickeln wir die einzelnen Leute, die einzelnen Berufsgruppen auch dahin, wo wir sie brauchen. Weil Hannover wird ein Hightech-Standort, ein wirklicher Hightech-Standort. Und dazu müssen wir uns vorbereiten. Ja. Ja, ich bin zuversichtlich, dass wir das hier schaffen können, schaffen werden. Und Hannover wird jetzt wirklich dramatisch umgebaut. Ja. Fahren Sie denn auch? Sind Sie T7 schon gefahren? Den bin ich noch nicht selber, noch nicht gefahren, aber ich werde ihn fahren. Ist wirklich toll. Also das ist eine neue Auto. Klasse. Die Presse ist ja auch wirklich begeistert. Ne? Ja, das ist wirklich ein tolles Auto. Ja. Ich bin auch sehr sicher, dass das die Kunden auch lieben werden, weil wir haben einfach eine Fangemeinschaft, ne? Muss man klar sehen. Ja. Vielleicht steht daneben die nächste Ikone, die das Bulli, das Bulli-Denken weitertreibt. Ja. Also ich muss sagen, Herr Dr. Dies, ich empfinde das wirklich auch als Wertschätzung, dass Sie hier zu uns an den Standort, dass Sie quasi unsere Marke auch nochmal würdigen. Das ist für uns wirklich, denke ich, auch für die Belegschaft ein wirklich gutes Zeichen, dass sie sich auch, dass sie hinter der Marke stehen, dass sie der Marke viel zutrauen. Ja, und das ist für uns ein gutes Zeichen für die Zukunft. Tue ich, ja. Gut, Frau Murkowitsch. Herr Dr. Dies, danke für den Besuch und danke für die Einladung zum Gespräch. Danke fürs Gespräch. Danke.